nachdem ich gesehen habe, wie es weitergeht bei meinem Kollegen, oder was das Kollegen, bei meinem Mit-Let's-Player namens Kronk, den ihr sicherlich alle kennt, frage ich mich, warte mal, ich glaube, man müsste es mit einem LED-Licht oben drüber machen und mit einer Reklame hier bitte drücken. Ja, eben, ich bin ein Lappen. Da hätte man drauf kommen können, ne? Gleich neben dem Painkiller. Hätte man sehen können. Nee, definitiv kommen wir da nicht durch. Ich glaube, da wird mal gebrutzelt. Oh. Es dürften nur noch ein paar an sein. Das kann man. Ah, gar keinen mehr. Okay, weil das Licht noch brennt. Okay, kann man auch nichts mehr machen. Ja, ja. Mit Mona spielen ist halt doch etwas anderes als mit Max spielen. Max würde das. Oh. Vlad hatte Vinnys tragikomische Existenz mit einem Knopfdruck beendet. Autsch. Armer ja. Kerl. Armer Bastard. Ich glaube, von dem ist nicht mehr viel übrig. Können wir nur hoffen, dass Max noch am Leben ist. Aber wie wir alle wissen, ist er noch am Leben, sonst gäbe es kein Max Payne 3. Und sonst könnte er das hier nicht erzählen. Außer man würde ihn sozusagen an seinem Sterbebett vorfixen. Sie fand mich, wo Vlad mich zurückgelassen hatte. In einer Blutlache auf ihrem Fußboden. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Der Tod ist unausweichlich. Die Angst lässt uns auf Nummer sicher gehen. Blockt Emotionen ab. Das Spiel kann man nicht gewinnen. Ohne Leidenschaft ist man bereits tot. Immer wieder Max. Alles eine Frage der Sichtweise. Gebunden an Zeit und Raum, Liebe und Freundschaft, Leben und Tod. Vlad hatte mich mit vorgehaltener Waffe zu Monas Apartment geführt. Hab sie im Wodka und bei Vini immer knapp verfehlt. Alle guten Dinge sind drei. Den hier kriegen wir da nicht drauf. Der Kopf ist zu groß für die Tür. Lasst Vini in der Geisterbahn. Da gehört er hin. Ich komme in einer Minute zu ihm. Ironisch, nicht wahr? Was denn? Dass sie sich in den Killer verliebten, der für den Mann arbeitet, der ihre Familie töten ließ. Liebe ist blind. Alles ist subjektiv. Entscheidung, Antworten, gut und böse. Woden schickte dem Staatsanwalt die Projekt-Valhalla-Akte, um ihn zu verschrecken. Ihre Familie hat den Preis gezahlt. Mona ist wie ich, nur auf der anderen Seite. Sie tötet die mit mir verbündeten Mitglieder des Bundes. Wie witzig. Ich hasse es, das zu tun. Aber sie wissen ja, wie sie sind. Sie würden nie aufgeben. Ja. Einstein hatte recht. Zeit ist für den Betrachter relativ. Wenn man in den Lauf einer Pistole blickt, verlangsamt sich die Zeit. Das ganze Leben spult sich ab. Narben und gebrochene Herzen. In diesen Sekundenbruchteilen kann man ein ganzes Leben leben. Nebenbei, ein Gentleman nimmt Beleidigungen seiner Lady nicht hin. Sie haben Winterson getötet. Das war doch ein Headshot. Oder sah das nur so aus? Im Traum war ich ein unsichtbarer Geist. Ich schwebte außerhalb meines Körpers. Detective Payne, der Boss ist schon hier. Er wartet drinnen auf Sie. Ich hoffe mal, Sie haben noch nicht gegessen. Das sieht ganz schön übel aus da drin. Verbrechen aus Leidenschaft. Der Fall ist Ihrer, Payne. Sie sind der Einzige, der ihn lösen Eine Kugel kann. Im Kopf. Der Killer sucht nach Antworten. Aber er sucht an der falschen Stelle. Er sollte sie in seinem eigenen Kopf suchen. Der Verdächtige ist bereit für die Gegenüberstellung. Beeilung, Payne. Sonst verpassen Sie ihn. Oh. Sein Herz ist gebrochen. Verdammt, wir verlieren ihn. Geben Sie ihm... NYPD, Waffe fallen lassen. Was willst du tun, Kumpel? Wenn man genau hinguckt, machen wir uns alle für etwas schuldig. 300. Laden. Lol. Das ist ein typisch Max Payne. Alles ein bisschen, wie soll ich sagen, seltsam.
verraten. The Flash of Fallen Angels. Okay. Ja, Max Payne war schon immer etwas, ja, wie soll man sagen, anders. Bitte töten Sie mich nicht! Bitte, Sie haben gewonnen! Lassen Sie mich gehen! Sie können alles haben! Den Waffen! Klar, es sind alle Leute tot, die er mag. Passamona, aber das wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern. So wie ich Max Payne kenne. Ah, der Himmel, ja, wunderschön. Ja, so langsam wird es richtig strange. Keine Angst, Vlad ist hier. Mona Sachs. Wladimir Lem. Gate ist tot. Das war zu erwarten. Keine große Sache. Es ist nicht zu spät, mein Schatz. Wechseln Sie die Fronten und alles ist vergeben. Wir wären ein großartiges Paar. Ich der König. Sie meine Königin. Träum weiter. Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Erledigt die Schlampe! Einarmiger Bandit. Ja. Hei, hei, hei. Du bist erledigt. Okay, das ist doch alles ziemlich seltsam. What the fuck? Was geht denn hier ab? Ist wieder ein Spiel. Mörder, Copkiller. Er muss das tun. Sie wollte sozusagen ein... Ja. Sie war ja so oder so nicht ein richtiger Hopp. Sie war ja korrupt, also von dem her. Kann man das schon mal machen. Korrupten Cop killen ist nur halb so schlimm. Schon, es ist schon so, als würde man mich ertöten. Voll. Ja, wo muss ich jetzt hin? Das ist doch alles ziemlich seltsam. Da drin war ich schon. Mörder! Copkiller! Ja, kann ich was machen? Vielleicht kann man da irgendwie durchschießen. Hier drin war ich auch schon. Ah ja, ja, ich stehe wieder auf dem Schlauch. Ah ja. Durch. Ich bin ein Lappen. Oh je. Mal gucken, was hier als nächstes kommt. Max. Komm schon, Zeit aufzuwachen. Okay. Nein. Das wird nichts helfen. Die Kugel in meinem Kopf hat mich zu dir geführt. Und jetzt wacht auf. Max, komm schon, Zeit aufzuwachen. Sie war wunderschön. Ich hasste sie dafür, dass ich so fühlte. Jetzt, da wir zusammen waren, wollte ich keine Antworten von ihr hören. Bist du okay? Vlad war unterwegs zu Woodens Anwesen. Sei nicht dumm. In deinem Zustand gehst du nirgendwo hin. Du wirst sterben. Ist mir egal. Das ist nicht dein Kampf, Max. Noch kannst du gehen. Ich bitte dich. Ich verdiente nicht, davonzukommen. Es gibt kein Happy End. Du kommst mit mir. Es war zu spät. Ich konnte ihr nicht trauen. Nicht bevor das hier erledigt war. Oh je. Liebe tut weh, heißt das Kapitel. Vlad hatte recht. Es gibt keine Wahl. Nichts außer einer geraden Linie. Die Illusion kommt hinterher, wenn man sich fragt, warum ich und was wäre wenn. Im Rückblick sieht man die Abzweigung wie bei einem Bonsai-Baum. Oder einem Blitz. Hätte man etwas anders gemacht, wäre man es nicht selbst. Jemand anders würde zurückblicken und eine andere Reihe von Fragen stellen. Ah, jetzt kommt das Apartment, wo sozusagen jetzt spielt. Bis jetzt war das Spiel ja ein Rückblick. Showtime. Ich gehe zuerst runter. Gib mir von hier aus Deckung. Komm. Da! Alarm! Sie sind hier! Verdammt! Thank you.
Wiederholen. Hab sie gefunden. Max, ich gehe rein. Verdammt! Ich glaube, ich hätte rausgehen müssen, nicht lappen. Negativ. Sex lokalisiert. Der war ein Ei. Max, ich gehe rein. Die Eier war der. Verdammt. Jag sofort in die Luft! Davor stehen bleiben. Okay, cool. Sozusagen, als würde er spielen. Wow. Ich klettere runter. Nein, bleib da. Ich nehme die erste Etage, du die zweite. Lass geht's. Okay. Ich frag mich, ob ich... Achtung! Okay. Die kam jetzt etwas überraschend, muss ich sagen. Um die obere Tasche kümmert sich Mona. Thank you.
arbeiten uns tiefer in das Gebäude vor. Such nach Wurden oder Vlad. Okay. Oh, oh, Lords and Ladies. Da-da-dum. Feigling! Bis jetzt klappt das alles mehr so mittelmäßig. Kontakt! Dolz. Such nach Wurden oder Vlad. Okay. Schmerzmittel noch ergattert. Immer schön alle Schränke aufmachen. Hier drüber. Oh, das Bullet-Time geht mir auch langsam aus. Ich sollte, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. Langsam. Je. Da gucken wir gerade auf den Timer und dann sieht man, ach, die Folge geht auch schon wieder ein paar Minuten. Also, dann würde ich sagen, ich beende sie hier. Und dann können wir sehen, was sich hinter dieser Tür verbirgt.